Wir gucken jetzt Urban Ranch Forest Burger Hannes in Frankfurt von Randy Gamble. Zwei Banger gegeneinander. Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen. Ich glaube nicht, dass man weiß, in welcher Stadt es ist. Also ich hätte es nicht gewusst. Willkommen zu einem kleinen Burger-Vergleich. Wir werden einmal Urban Ranch uns anschauen. Urban Ranch, Urban Ranch, Urban Ranch. Und als zweites der Burger, der mir am meisten empfohlen wurde. Hä? Burger Johannes, Burger Hannes, glaube ich, aber... Ich dachte, das wäre irgendjemand, der zu ihm gehört. Er hat erstmal da übelst Faxen gemacht im Video. Mir wurde Urban Ranch sehr, sehr oft vorgeschlagen. Und Lukas hat mir auch gesagt, er hat ihn vor 3 Jahren irgendwann gegessen, dass der Burger ziemlich geil war. Probieren wir, einfach damit ich ihn probiert habe. Ich vertraue auf eure Meinung. Und danach fahren wir nach Wallau. Bei diesem Burger war, glaube ich, noch kein YouTuber, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben wirklich über 300 Leute geschrieben, hey, geh zu Burger Hannes, geh zu Burger Hannes. Wallau, der schmeckt wie Goldie, sagen viele Leute, wo ich denke, wow. Macht mal vorsichtig, gell, wenn der jetzt nicht so gut ist. Der kann trotzdem sehr, sehr krass sein. Vielleicht ist er auch besser als Goldies. Wir sind auf jeden Fall jetzt vor der Haustür bei Urban Ranch und wir schauen jetzt rein. Hi. Also, Ladies and Gentlemen, es gibt auf jeden Fall... Urban Ranch werde ich auch nochmal testen. Und ich kann mir vorstellen, dass der wirklich endlich nach oben schießt im Ranking. Die haben das Brot nochmal geändert. Ich habe eigentlich zu ihm gesagt, so, das könnt ihr doch nicht machen bei so einem perfekten Burger. Und dann war es eigentlich das gleiche Bun, aber nochmal mit so einem Butterfeeling drauf. Oh, und da hat er mich gekriegt. Aber das war bei Bernd im Video. Ich war auch schon ein bisschen satt, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und deshalb, habe ich jetzt auch nicht, konnte ich jetzt nicht hundertprozentig bewerten und so. Aber ich werde da nochmal in meinem Video hin. Auf jeden Fall 9 verschiedene Burger. Es gibt noch so belegte Pommes. Ich muss sagen, so vom Bild, wie die dort aussehen, mir wurde dieser Burger so crazy oft empfohlen, wäre ich jetzt gar nicht so überzeugt gewesen. Also ich hoffe, der Burger ist crazy gut. Hier hast du Sitzplätze, hier hast du Sitzplätze. Da hast du Sitzplätze, das war's. Oder überhaupt, ist Urban Ranch deine Nummer 1 in Frankfurt so? Ich würde schon sagen. Hast du die Classic Cheesy genommen, der ist schon gut, oder? Wir haben jetzt Thanos gegessen. Und? Fleisch hat Power und sowas? Schon, ja. Ja, du bist der Beste, so. Hä? Wo können wir... YouTube? Ich schreibe dir später auf. Er nimmt aber den falschen Burger, leider. Leider nimmt er den falschen. Du musst Chicken Bugul musst du nehmen. Wirklich, also der hat damals Inder gearbeitet. Er hat original gesagt Chicken Bugul. Also Chicago Bull. Aber er hat immer gesagt Chicken Bugul. Und den hätte er nehmen müssen. Das ist der Banger. Den habe ich noch nie gegessen. Kein Plan, aber Chicago Bull ist der Banger. Jetzt der ganze Rand rum. Ja. Und ich sehe eh, ob du aufnimmst. Da vorne ist noch eine Lampe an der Ding. I see everything. Was ich in dieser Situation nicht wusste, war, dass die nette Dame hinter der Kamera noch nicht verstanden hat, dass die Kamera schon längst filmte. Ich muss einfach nochmal alles erklären. Ich habe diesen Burger gerade gegessen. Wir haben aber nicht gefilmt. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Du bist auch... Ausrastfaktor, Leute. Ausrastfaktor. Vor allem, wenn Emotionen im Spiel sind. Viele fragen auch oft bei meinen Videos, warum ich mit Vollmond esse. Es gibt einen Grund und weiß nicht, ob der für euch nachvollziehbar ist. Für mich gibt es aber keine Option. Wenn ich eine Emotion habe, dann muss sie raus. Und ich möchte diese Informationen an euch weitergeben mit meinen Emotionen. Wenn ich warte, bis ich aufgegessen habe, dämpfen die Emotionen ab und es ist nicht mehr dasselbe. Und deshalb haue ich oft emotional dann mit vollem Mund was raus. Und wenn eine Aufnahme schon nicht aufgenommen wurde, bist du am Arsch. Ich erkläre es so. Fleisch müsste für mich heftiger gewürzt sein. Das Fleisch hat auch nicht so eine... Oder fang doch nicht so an bei Urban Ranch. Wir sind nicht bei McDonald's, Bruder. Bitte, Randy, tu mir das nicht an. Nicht bei Urban Ranch. So eine Power drin, finde ich. Ich glaube, dass der Classy Cheesy nicht... Classy, wie spricht man das aus? Ah, Cheesy Classy nicht die beste Wahl ist, so. Du brauchst vielleicht so einen anderen Burger, damit ein bisschen Spielerei ist. Chica Bogul. Ich habe auf Instagram gesehen, dass mir viele Leute diesen Thanos empfohlen haben. Ich bin mir sicher, dass das nicht der beste in Frankfurt ist, zu 100%. Pommes feiere ich sehr. Kannst du haben. Unterschiedliche Burger machen meilenweit Unterschied. Den Burger habe ich noch nie gegessen. Ist halt einfach auch ein bisschen Gewürzketchup drin. Kruste und sowas könnte einfach noch ein bisschen strammer sein. Ich sag so, wie es ist. Ich bin jetzt einfach, um ehrlich zu sein, nicht ganz so happy. Ich hab Style und das Geld. Ich habe mir so ein bisschen mehr erwartet von Flavor und alle gesagt, das ist der Beste. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. So im Großen und Ganzen ist es gut. Und Preis-Leistung ist halt auch. 2 Getränke, Ketchup, Mayonnaise, French Fries und Cheesy Burger. 22 Euro, ist kein Geld.
weiß auch nicht, was Lukas damals gegessen hat. Also, ich kenne das selber auch manchmal. Ich ärgere mich denn, wenn ich habe auch schon Läden getestet, habe ich denn vielleicht nicht so gut bewertet. Danach sagen alle, Bruder, du hast falschen Döner gegessen, du hast falschen Burger gegessen, bleib. Inzwischen informiere ich mich auch immer. Wir hatten da noch Videos gemacht. Also, ich habe eher mit dem Bernd da ein Video gemacht. Ich habe Videos gemacht. Lukas, ich glaube nicht, dass er den Burger getestet hat. Ich weiß es nicht mehr, Mann. Ich wollte nicht der Typ sein, der jetzt hier nach Frankfurt kommt, euren Burger testet und ich bin nicht so heavy überzeugt von. Aber leider ist es so. Ich finde ihn gut. Ich finde es gut, dass er seine Meinung sagt. Das ist für mich ein Pluspunkt, seine Videos zu gucken. Scheiß jetzt mal, egal welche Meinung er hat. Ein Burger kann immer abweichen. Er hat nicht einen Burger gegessen. Zum Schluss ist natürlich auch noch die Geschmackssache, die dazu beitrifft. Aber wenn du den richtigen Burger Ranch Burger nicht feierst, hast du einfach keinen Geschmack. Davon mal abgesehen. Aber den Burger habe ich nicht gegessen. Aber für mich ist das Wichtigste, dass jemand seine Meinung sagt. Ich habe das Fleisch auch gerade noch mal so drin alleine probiert. Kennt ihr das, wenn man in Fleisch reinbeißt und du hast so das Gefühl, da ist so einfach so Wasser drin? Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Ganze Konstrukt. Bruder, also das ist nicht der, also irgendwas, das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, ey. Einfach. Ich bin ehrlich. Was aber nicht schlimm ist, der Burger war okay und ich würde jetzt nicht sagen, hey, den braucht man nicht essen. So Preis-Leistung und so, dafür sitzt er. Aber wenn man einfach so sagt, hey, geschmacklich, wie er war, Randy, wenn du das Video sehen solltest, geh bitte dahin auf meine Empfehlung mit Nachdruck von mir und teste den Chicago Bull. Bitte teste den und dann würde mich deine Meinung interessieren. Es würde mich freuen, wenn du sagst, auch der schmeckt dir nicht so gut, weil wie gesagt, ich liebe es, wenn Leute ihre Meinung sagen. Aber das Gesicht, was er gerade macht, nachdem man bei Urban Ranch rausgeht, das ist nicht normal. Ein paar Stunden später, Ladies and Gentlemen, weil dieser Burger... Ich fühle das hart mit dieser Mucke. Der Mann gibt sich Mühe bei den Videos. Burger Hannes macht erst gegen 10 Uhr 17.30 Uhr auf. Müssen wir jetzt aus Frankfurt raus? Boah, das Red ist ein Blue. Sieht cool aus. Aus Frankfurt auf jeden Fall raus und Richtung Wiesbaden fahren. Und ich glaube, auf der Hälfte der Strecke müsste dann Wallau kommen. Also ich sag mal so, wie es ist, der ist nicht so einfach zu finden. Wenn der Laden jetzt nicht offen hat und wir umsonst hier nach Wallau gefahren sind, dann Wallau-Billa, kann ich hier für nichts garantieren. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das hier Burger-Hannes oder Schinder-Hannes. Ich glaube, noch mit so einem Bitburger-Dings dann so auf Oldschool wie in irgendeiner Dorfkneipe, wisst ihr? Hätte ich erstmal, wäre ich gar nicht reingegangen, allein wegen dem Bitburger-Zeichen, weil ich nichts Gutes erwartet hätte. Aber scheint heftig zu sein. Das ist Schinder-Hannes und dann haben die draußen einen Foodtruck hingemacht, das ist Burger-Hannes genannt. Ihr seid dann direkt, das sieht aus wie ein Rewe, aber das heißt hier Nahkauf. Ist es Rewe? Ja? Dann fahrt ihr hier mit dem Auto rein, dann steht ihr hier und dann geht ihr hier links lang. Und dann ist hier hinten ein Busch mit einem Durchgang, wo ihr direkt zum Burger Hannes gehen könnt. Dann steht ihr Cover, hier. Ja. Und hier geht ihr dann durch. Und dann habt ihr so gesagt, oh, for free Parkplatz hier, ne? Ich weiß nicht, wie das hier ist. Und dann steht ihr hier, Ladies and Gentlemen, bei Burger Hannes. Theoretisch könnt ihr auch einfach, wenn ihr hier seid, hier durchgehen. Dann haben wir hier auch das Menü. Was gibt es denn alles? Ein Cheesy, ein Classic Cheeseburger, ein Yummy Burger und ein Zwiebel sein Vater. Es gibt genau 4 Burger, das war's. Und der Burger soll so heavy sein, Leute. Ihr habt alle angeteasert hier, das bliblablub. Gut, danke, selbst. Auch gut. Sehr schön. Ja. Während ich der Mama des Chefs, eigentlich die Chefin, etwas über die Finger gefilmt habe bei der Burgerzubereitung, kam dann auch der Gründer des Burger Hannes und hat mir ein paar Fragen beantwortet. Das ist jetzt der Burger Hannes. Meine Mutter hat seit über 30 Jahren hier in Wallau eine Gastronomie. Und als der Lockdown kam und die Gastronomen schließen mussten, hatten wir ein Riesenproblem. Und wir wussten nicht, was wir machen sollen. Ich hatte dann die glorreiche Idee, weil ich halt schon viele Videos von euch gesehen habe, so Burger-Videos, Burger zu machen. Ich habe einen guten Freund, der mit mir damals zur Schule gegangen ist. Und der hat, glaube ich, 2 oder 3 Mal in Folge bester Bäckermeister Deutschlands gewonnen. Und dann habe ich gesagt, ey, mal zu, ich will ein geiles Brioche-Bann machen. Ach, und so hast du angefangen? Genau, so habe ich angefangen. Okay. Das war so bei dem ersten Lockdown. Das heißt, da durften wir halt hier komplett zumachen. Ne? Und dann habe ich so einen Foodtruck gemietet oder so einen Imbiss-Anhänger für ein halbes Jahr. Und dann haben wir das Ding gestartet. So. Wir haben dann angefangen, Smash Burger zu machen, aber halt mit einem klassischen Brioche-Bann, was man so kennt. Schaut euch mal diese Platte hier an. Sieht man das? Wir haben 4 verschiedene Burger. Was ich auch gerade draußen gesagt habe, ist, dass die Variation an... Sehen echt geil aus. Was sagt er jetzt? Ich habe es zu früh gemacht. An diesen 4 verschiedenen Burgern. Also die ist wirklich mit Kopf gemacht. Wir haben einmal Oklahoma-Style, wir haben einmal diese Yoppie-Soße, wir haben einen Classic-Cheeseburger, der so McDonald's
Style-mäßig ist. Und dann gibt es noch einen Cheeseburger mit Salat, Tomaten. Also ich muss sagen, so wie es aussieht, auch Martins Potato Bun, genauso wie auch Goldies, sehen sehr stabil aus, sehen ultra stabil aus. Der Burger sieht eigentlich perfekt aus, ja. Wir haben oben Ketchup, Senf, Käse, leicht angeschmolzen, die Kruste vom Fleisch ist komplett wild, unten rohe Zwiebeln und Essiggurke. Beiß da jetzt rein. Ja Leute, das ist ziemlich einfach. Kruste, Sitz kann man nicht sagen. In der Mitte hast du trotzdem noch Fleisch. Also das ist nicht nur eine Kruste, so ein Chip, den du isst. Die Essiggurken haben Power. Der Burger an sich, da kann man nicht viel meckern, weil der sitzt eigentlich. Da gibt es wirklich nicht viel auszusetzen. Diese rohen Zwiebeln unten sind geil. Ich bin gerade sehr, sehr happy. Die nette Dame, die da drin Burger brät, okay, macht Sachen richtig, die so viele da draußen, wenn ich immer hingehe und einen Burger esse, dass es nicht salzig ist, dass es nicht perfekt gesmashed ist. Wie kann das sein? Der Burger ist einfach gerade on point. Ja, wenn du einen Burgerladen hast, einen Smashburger verkaufst und die Basics einfach schon mal nicht, ja, nicht richtig machst, kannst du dir gleich die Kugel geben. Nur es machen so viele inzwischen diesen Goldies Burger. Also du kriegst in jeder Stadt inzwischen einen Goldies bzw. ähnlichen Burger. Ja, es ist einfach auch nichts mehr groß Besonderes. Ja, es gibt schon noch Unterschiede zwischen den Burgern. Goldies ist schon noch oben die 1, aber es gibt auch viele, die jetzt rankommen. Aber desto mehr das mache, desto weniger besonders ist es halt logischerweise. Point, fertig aus und kein Vergleich zu Urban Ranch. Also ich bin, ah, nee, ich halte mein Maul nochmal. Paar Sekunden später. Direkt? Sagst du noch einen, safe, oder? Safe, oder? Ich probiere jetzt auf jeden Fall hier noch diesen Oklahoma-Style, der sehr, sehr geil ist. Wir haben auf jeden Fall alle vier Burger. Ich würde niemals so den Burger bewerten. Direkt, der Chef sitzt neben ihm. Ich habe gerade vorgestern gleiches Beispiel gehabt. Jemand kommt raus, ich will gerade bewerten. Ich sage, Brudi, tut mir leid, so kann ich nicht bewerten. Bitte raus. Es gibt Ausnahmesituationen. Da kann man das machen irgendwie. Manchmal geht es auch einfach nicht anders. Aber so würde ich keinen Burger hier essen und bewerten. Wenn ich Essensbewerter bin, ganz früher, vielleicht habe ich mich da auch mal nicht getraut, was zu sagen, aber so kannst du doch keinen Burger bewerten. Burger bestellt. Natürlich, dieses Bun ist einfach lecker und deswegen isst man das auch gerne. Aber ich persönlich feiere jetzt hin und wieder einfach so, wenn man eigene Buns macht. Oklahoma-Style, wenn mich nicht alles täuscht, heißt eigentlich, dass das Fleisch mit den Zwiebeln gesmashed wird. Das ist so gesagt so ein Mix. Oklahoma-Style. Nicht komplett den Style gemacht. Und auch jetzt mit den vielen Zwiebeln, mit dem Käse, man merkt das Fleisch. Und das ist das Ding. Pack in den Burger so viel rein, wie du willst. Wenn du das Fleisch merkst, dann bin ich glücklich. Wer ist aber hinter der Kamera eigentlich? Auf diesem Bun ist auch richtig Pfeffer, das merkt man, Alter. Ich feiere das. Ich will so ins Kino, so will ich im Kino sitzen. Wir haben hier auf jeden Fall eigentlich so einen In-N-Out-Style. Wir haben rohe Zwiebeln, wir haben Salat, Tomaten und oben Käse ist jetzt schon ein bisschen, der liegt jetzt schon ein bisschen, ja, aber ich habe diese zwei Burger gerade weggeatmet. Das macht richtig Spaß. Ah, das ist diese Joppi-Soße, gell? Ja, genau. Joppi-Soße gefällt mir nicht so. Diese Pommes sind richtig salty und geil. Ja, die benutzen das Martins Potato Bun. Also lieber Burger, Hannes, Bruder, wenn ich komme und dein Burger teste, ich schwör's dir, du kannst auf jeden Fall nicht neben mir sitzen. Aber nur weil du dieses Bun benutzt, heißt es nicht, dass du easy einen Burger machen kannst, meiner Meinung nach. Das Fleisch perfekt gesalzen, perfekt mit Pfeffer, was nicht jedem schmeckt, aber habe ich gefeiert. Also Holle sollte auf jeden Fall hierher kommen und den probieren, meiner Meinung nach. Und ja, jeder andere, komm hierher, probier den Burger. Ich werd's wahrscheinlich sogar machen. Denk drüber nach. Ich hätte Bock.